Hoffentlich ist er noch da. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge A Plague Tale Requiem. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Wir müssen unsere Steinschleuder finden, sowie den Nachtschatten. Wollen wir mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Pulver. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's heute sehr gut. Auch wenn das Wetter draußen scheiße ist, aber es kann mir vom Computer her egal sein. Dann gehen wir mal auf die Suche. Nein. 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 Waffen. Aber das? Das könnte Schwerter, trotzdem nützlich sein. Messer. Wo ist der Nachtschatten? Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Das wäre jetzt auch Zufall gewesen, wenn es genau in dieser Kiste sonst gewesen wäre. Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Also wenn wir die Schleuder haben, da können wir noch lang. Gucken wir, was dann da oben ist. Was können wir damit denn machen dann? Das scheinen wir ja runterlassen sieht zu können. Verschlossen aus. Sieht interessant aus. Was? Was sieht verschlossen aus? Vielleicht hier? Nein. Eine Werkbank. Das behalten wir mal. Oh, da bist du ja. Oh, guck. Hab sie. Halt dich damit Leute, aha, ja? Schleuder auch. Ich weiß. Ich dachte, das ist Messer. Der Geruch. Das. Ja, ich hab die Nachtschatten, Amicia. Mist, endlich. Nimm mal eine Nase. Eine Werkbank, sag ich doch. Weil jetzt sind die Dinger auch noch verschlossen und man muss sie selber öffnen, oder was? Das ist ja. Ja, scheiße. Okay, das kann ich noch nicht machen. Nur die beiden kann ich machen. Zusätzliche Munition. Oder ein weiterer Topf. Ich glaube, die Töpfe wären sinniger. Viel besser. Mehr kann ich nicht. Ist ja jetzt nicht so viel gewesen, würde ich sagen. Aber hier oben war das Ding, ne? Gehen wir doch mal darüber. Schauen wir mal, was wir da noch sehen. Papiere. Warte mal, das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Gayenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Kommt man da hinten an das Rad? Oh, eine Errungenschaft. Kann man mit dem Ding gar nichts machen. Ich dachte, man könnte vielleicht an die Kurbel da hinten. Aber das sieht nicht so aus. Nee, nee. Oh, doch. Oh, doch. Man könnte rein theoretisch hier hoch. Man müsste nur einen Wagen finden. Oder sowas, dass man da hochkommt. Gibt's hier was? Nicht danach raus. Das ist ja jetzt, ne, hier wird einem was gezeigt und dann kommst du da nicht rein, oder wie? Kann ich ja jetzt mal gar nicht glauben. Brauchen wir gleich bestimmt noch. Könnte ich mir vorstellen. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Ja, wir müssen natürlich da hoch. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es das klappt, macht mächtig bei der Boom. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist schon gesehen, mein Freund. Irgendwo muss doch. Hey, holt mehr Männer!
Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Bück dich davor. Da ist ein Karren. Stell mich auf deine... Gut gesehen. Hä? Das ist ein Schrank. Okay, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ja, ich würde gern... Hallo? Hallo? Darf ich denn jetzt auch irgendwie? Ah, ach so, ich dachte, er meint den Schrank. Hm. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Sollten sie auch haben. Vor allen Dingen, weil sie ja wissen, dass wir hier auch rumlungern und denen auf die Pelle rücken. Sollten sie ja alle langsam mitgekriegt haben. Also los! Oh, das Ding ist schwer! Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht! Hör mal, du musst kurbeln. Was? Du musst da oben das Ding abschießen. Das ist dein Gegengewicht. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Und abwärts. Zeig, was du drauf hast. Es funktioniert. Ja. Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit. Schnell. Schauen wir mal, wie das scheppert. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt! Das Stupefaccio! Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Irgendwie müssen wir ja wohl hier rauskommen, ne? Passt. Über die Kurbel an der Seite aber wenig. Wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar klatsch nicht. Mal richtig was drauf da. Durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. So. Fertig? Auch geht's. Tamam. Ja. Der hat ein bisschen mehr als nur die Tür durchschlagen, würde ich sagen. Geschafft. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Frag nicht, ja, Mutter. Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Der Typ, ey. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Aha. Mach dich fertig, wenn ich... Kapitel 4. Pflicht der Beschützerin. Die ganz viel Aggro im Blut hat. Haben wir ja gesehen in der letzten Folge. Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Ein Träger, die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Das kannst du vergessen. Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Das wirst du gleich, hey, als erstes spüren. Er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien.
Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Lukas, bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Besser ist das. Sonst vergesse ich mich hier gleich noch. Passt auf, ihr beide. Geht's dir gut? Nein. Die Frage ist ja wohl überflüssig. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen. Da haben wir es. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen, oder? Das sind Leichen aus der Arena. Ja. Da bringen sie sie also hin. Einfach versenken auf dem Meer. Amicia, wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Nicht wie in der Scheune. Wir töten keine Soldaten mehr. Keine Sorge, ich hab dich verstanden. Mir fällt schon was ein. Dein Ernst? Die wollten uns schließlich auch töten. Da wären wir. Dass ich Magister Vaudeur nach der Insel frage, wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo.
Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Du bist aber sehr... Keine Probleme. Optimistisch, mein Freund. Suchen wir das Boot. Da wären wir. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Ganz hinten natürlich. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Lecker Fisch. Kann man schwimmen oder müssen wir mit dem Boot dahin? Gut, schwimmen kann man nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ist die Frage, wie kommen wir dahin? Mit einem Boot von hier irgendwie? Vermutlich nicht so, wie die aussehen. Wäre auch zu einfach gewesen. Dann müssen wir da vorne hin. Na, was machst du denn da? Oh, sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das muss ja, der Enzian sein. Stopp dir die Sachen mal in die Haare. Ich würde ihm so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Entschuldigung. Es hat mich kurz überkommen. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Überall dieser stinkende Fisch. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Sag das nicht zu laut. Lukas wäre sauer. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ja, das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Alles klar! Öffnet das Tor! Hey, Neulinge! Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Hoffen wir aufs Beste. Los. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Viel Glück, Leute. Da ist was und da ist was. Gehen wir erstmal hier durch. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ich habe gehört, diese Stadt war einst das Handelstor zum Mittelmeer. Und bald ist sie das Tor zur Ausbreitung des Bisses. Wirklich traurig. Was genau? Ach so, okay. Da hoch, ja. Gehst du mir aus dem Weg, genau. Haben wir denn hier? Hat sich das jetzt das gelohnt? Ist zurückgelassene Fracht. Ich glaube, das ist Seide. Lukas, echte Seide. Wahrscheinlich aus China. Und so viel davon. Das ist ein Vermögen wert. Jemand hat das auf der anderen Seite der Welt gefertigt. Glaubst du, in China ist es wie hier? Ob sie dort auch Ratten haben? Eher nicht. Noch nicht. Wir müssen es aufhalten. Und deswegen sind wir jetzt hier hochgeklettert, oder wie? Nimm dir doch was mit, kannst dir ein Kleid fertigen. Warum hat das hier jetzt das Holz darunter getreten? Überraschung, noch mehr Fisch.
Soldaten, bitte Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Nicht wirklich. Sieht ihr uns? Nein. Lukas, kommst du? Oh, eine Kiste. Komm, geh wieder. Hier gibt's nichts zu sehen. Gut, ich glaube, ich warte jetzt lieber, oder wir warten jetzt lieber, bis er nochmal wieder zurückgeht. Nicht, dass er gerade in dem Moment kommt, wenn wir hochgehen. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Muss ja jetzt nicht sein. Ach, Scheiße. Was ist das? Bleib weg! Mist. Ich hätte warten müssen, bis er weiter... Nein, der kommt jetzt hier hin. Okay. Alles sauber. Uiuiui! Gut, dass die Begleiter nicht gesehen werden. Knappe Kiste. Umgehen. Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Ja, dann grab mal ein bisschen. Na, Scheiße. Wir wurden entdeckt. Okay. Rüber. Komm, rüber da. Nein. Nein. Okay. Auf zum Tor. So war es wohl nicht. Bis einen seitlichen Weg um das Guck mal, Tor die Kiste haben wir gerade verpasst. Sehr bald wissen wir es. Ein bisschen was herstellen hier. Brauche ich das dafür? Dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade. Ein bisschen viel. Platz machen hier. Und damit man auch den ganzen Kram mitnehmen kann. Fehler habe ich im ersten Teil schon immer gemacht. So, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ist das jetzt eine Spiegelung oder ist es da weiß? Kommt man da auch hoch? Gute Frage. Testen wir doch direkt mal, wenn der sich da wegdreht. Hm, tatsächlich. Tatsächlich.
Gut, da warten wir jetzt wieder, bis der Kamerad da hinten einmal zurückkommt. Wobei, sieht er uns hier? Dürfte eigentlich nicht, oder? Ja gut, vielleicht sollten wir es nicht riskieren. Hier durch. Ja. Nein, Gott. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen. Und wir tun so, als hätten wir sowas noch nie gesehen. Ist doch schon gang und gäbe. Scheiße. Ach, verdammt. Ich glaube, der Karren hängt fest. Weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Nein, nein, nein. Sie kommen! Ja. Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie sind auf hier. Wiedersehen. Ja. Das darf nicht sein. Weg waren sie. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Ja. Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir. Flüssigkeit aus den Gefäßen. Seit wann ist Teer gelb? Aber okay, egal. Gesagt, getan. Nein, ohne Gefäß, bitte. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Bleibt das denn an, oder sollte eigentlich eine Weile brennen, ne? Das Feuerbecken. Es ist beweglich. Ja. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Baudin? Wie soll das bitte enden? Ach, da ist wieder so ein... Eine Werkbank, die man nur mit einem Messer öffnen kann. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe kein Messer. Schauen wir mal, ob das so aufgeht. Naja, ist ein Schloss vor. Okay. Alles klar. Okay. Soll wohl so sein. Weiter geht's nicht. Josephs Boot. Wir kommen näher. Wo ist es denn? Da hinten das. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Ich würde aber gerne erstmal zu der Kiste da. Wenn es Ihnen genehm ist, Sir Lucas. Ach, scheiße, das Feuer. Die Ratten haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Gehen wir hier durch. Hm.
Ekelhaft. Dieser Geruch. Thea, verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Gott, was ist denn das? Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz. Anders. Das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein, bleib zurück. Sie folgen uns. Keine Panik. Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie von innen abgeschlossen. Boah. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. Unsere Stiefel sind doch eh schon versaut. Ihr müsst doch nicht so komisch durchwarten. Was meinst du? Was sollst du übernehmen? Geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass das mir. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich lasse los. Festhalten. Oh. Na, Gleichgewicht halten. Zurück. Komme. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, nimm mal eine Handvoll mit. Lass uns Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Als ob das so schnell gehen würde. Mal sehen, was der Teer taugt. Also dann? Oh, wow. Ernsthaft? Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Also. Es funktioniert. Ja. Tja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte. Ich glaube... Sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Ui, ich will da hoch. Hier, Kiste. Sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Zündest du es an? Wollte schon sagen. Nein, nicht mit einem Topf. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Ich möchte immer noch da hoch zu der Kiste. Eigentlich. Würde ich gerne so. Ja. Du hast mich gerettet. Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. So, komm ich da hoch? Ja. Das hilft uns weiter. Hoffe ich auch. Ah, sieht doch gut aus. Auf geht's. So. Dann machen wir es uns jetzt hier gemütlich, gucken uns dieses wunderschöne Feuer an und machen Schluss mit dieser Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Habt ihr Interesse an der nächsten Folge, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.